Ja, willkommen zu einem nächsten Teil der Kriegerschule mit den Kriegertexten. Und wir sind immer noch dabei, so den Rahmen festzulegen, auf dem Weg des Kriegers und werden uns dann so nach und nach immer tiefer in das Thema einarbeiten. Heute habe ich euch zwei Textpassagen mitgebracht und beide habe ich schon, keine Ahnung, wie oft gelesen. Und ja, weil natürlich auch mir das im Alltag immer wieder mal verloren geht und es dann gut ist, das immer wieder zu lesen, um sich wieder zu erinnern, wieder in diese besondere Stimmung hineinzubringen. Und ja, bei mir können diese Texte das ganz gut. Also ich empfehle euch, die Augen zu schließen und die Texte einfach zu genießen, zu lauschen. Der Weg des Kriegers ist identisch mit dem Weg der Selbsterkenntnis. Warum eigentlich Selbsterkenntnis? Warum ist sie uns wichtig? Selbsterkenntnis zielt auf eine völlige Bewusstheit bezüglich des Selbst und genau dadurch auf die Überwindung dieses Selbst, auf die Freiheit vom Selbst, die einzige wirkliche Freiheit. Die meisten Menschen, die sich überhaupt für diesen Weg interessieren, sind eher schlechte Krieger. Das heißt, sie sind viel zu ungenau, nicht wirklich exakt in der Selbsterkenntnis. Darum enthüllt sich ihnen das Innerste der Sache nie. Selbsterkenntnis bringt Ordnung, zuerst innerlich, später auch äußerlich. Ordnung ist die Voraussetzung für die Entschleierung der Wirklichkeit, für das Sehen des Kriegers. Selbsterkenntnis zu betreiben bedeutet nicht endlos über sich selbst nachzudenken. Viele scheinen dies zu verwechseln. Selbsterkenntnis bedeutet, sich wahrzunehmen in seiner Totalität, eine Bewusstheit seiner selbst, seiner Ganzheit zu entwickeln. Der Krieger weiß, dass er sich nicht ändern kann, trotzdem versucht er es beharrlich. Sein Lohn schließlich ist nicht die Änderung, sondern der Wandel, der daraus kommt, dass seine Beharrlichkeit eine Energie aufgebaut hat, die alles verändert. Im Gegensatz zum Durchschnittsmenschen ist der Krieger niemals enttäuscht, wenn es ihm nicht gelingt, sich zu verändern. Das ist genau das, was ihn von diesem unterscheidet. Keine Reaktion. Der Weg des Kriegers ist der Weg des fröhlichen Scheiterns. Dies ist der Weg der Makellosigkeit. Und der Wandel, den er schließlich, wenn er genügend Kraft aufgebaut hat, erlebt, ist der Verlust der menschlichen Form, das Wiederfinden des ganz ursprünglichen, des unkonditionierten Geistes, der nicht in Gewohnheitsmustern gefangenen, freien Energie. Freiheit. Und Freiheit besteht nicht darin, sich frei entscheiden, frei wählen zu können, sondern darin, frei wahrnehmen zu können. Die Freiheit zu haben, alles zu sehen. In diesem Sinne, aho und bis zum nächsten Mal.